Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Bridge Constructor The Walking Dead. Ich habe hier immer noch das Level vor mir, wo viele Kommandos vor allen Dingen das Problem sind. Und die Tatsache, dass ich die Puppe vom guten Eugene gut einsetzen muss. So, ich versuche hier erstmal wieder meine Stabilität einzubringen, damit die Brücke funktioniert. Die Frage ist, wie organisieren wir alles? Wie machen wir die Schritte? Eventuell machen wir es ganz einfach. Wir schicken Michonne zuerst nach unten. Wenn sie unten erst alles niedermäht, ist der Platz unten frei und wir können da unten die ganzen anderen beiden Typen rumlaufen lassen. Vielleicht ist das der bessere Plan. Gehen wir darüber. Okay, also. Neue Idee. Kann ich alles auf einmal löschen? Wahrscheinlich nicht. Du gehst... Doch, hier gehst du noch rüber. Hier gehst du allerdings nicht rüber, sondern runter. Dann gehst du nach links. Da gehst du nach links. Da gehst du nach unten. Hier tötest du ihn. Ich glaube, wenn ich sie hier nach rechts schicke, muss ich hier die Brücke haben. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Gang. Jetzt müssen wir gucken. Das ist natürlich nicht in meinem Budget einkalkuliert gewesen. Sprich, wir müssen hier rechts die Brücke nochmal vergünstigen. Eventuell dann eben einen Weg hier runter machen und nicht den langen Weg gehen. Aber das schauen wir uns mal ganz kurz an. Achso, nee, kann ich nicht, weil ich Miles nach oben schicke. So, du gehst nicht hoch. Du gehst hier nicht runter, sondern jetzt gehst du runter. Dann gehst du allerdings nach links. Du folgst erstmal der guten Michonne. Vielleicht geben wir ihr noch ein bisschen mehr Zeit, indem wir dich hier doppelt lang laufen lassen. So, die beiden müssen wir tauschen. Dann gehst du nämlich rüber, runter, links, rechts. Und wenn du hier bist, betätigst du den Schalter. Dann gucken wir mal weiter. Ja? Wir gucken dann mal weiter. Das hier löschen wir. Die ganzen Geschichten hier oben können wir auch erstmal löschen. Weil da kommen wir noch gar nicht hin. Kann ich denn einen Wurf ganz nach oben machen? Nein. Dich lassen wir erstmal eine Zeit lang da oben hin und her laufen, einfach nur um mir ein bisschen Zeit zu gewähren. Außer du bist vielleicht schnell genug. Wir testen das mal. Ob du schnell genug bist. Und zwar... Nee. Ich will gucken, ob er schnell genug ist, hochzulaufen, zu werfen, wieder runterzugehen normalerweise. Aber ich glaube, er wird draufgehen. Weil er einen Moment braucht, um zu zielen. Wir gucken uns das mal an, wie es jetzt laufen würde. Oh, verdammt. Ah, er kann auch kämpfen. Gut, er kommt nach. Das ist nicht gut. Er kommt hier hingelaufen. Das heißt, normalerweise müssen wir ihn von hier jetzt echt hier runter schicken. Das heißt, wir müssen hier eine andere Brücke bauen. Weil das überlebt er nicht. Oder die Brücke überlebt es nicht. Du lauf mal weiter nach... Ne, wir machen es anders. Wir lassen dich einfach mal der Michonne folgen.
Ja, das überlebt er nicht. Okay. Also die Brücke muss... darf nicht so steil sein. Wir brauchen hier eine Brücke, die runterführt. Und wir dürfen da oben den Plan doch nicht machen. Oh. Das Geld spielt nicht mit. Na gut. Eventuell können wir hier auf Holz gehen. Können wir hier alles aus Holz machen? Geht das? Ja, das würde so gehen. Eventuell brauchen wir hier aber einen Stahl, um die Verbindung herzustellen. Oder wir verbinden dich nach unten. Wir machen hier Holz hin. Kann ich jetzt hier eine Diagonale machen, die Stabilität reinbringt? Nicht wirklich. Wir machen die Verbindung doch direkt am Ansatzpunkt hier. Das bringt uns ein bisschen Stabilität und vor allen Dingen spart das mir Geld. Ich muss dich eigentlich von außen halten. Eventuell hier Stahl machen. Nee, das klappt immer weg. Eine Person hält das aus. Das ist schon mal gut. So, jetzt habe ich wieder Geld, um hier drüben was zu bauen. Wir können das Ganze ein bisschen höher gestalten. Weil sie einen relativ guten Sprung auch aushalten. Frage ist nur, ob ich das hier stabil bekomme. Nee. Nicht so. Wir brauchen Tragkraft von der Seite. Das andere Problem ist immer noch das Planen der einzelnen Schritte. Wann mache ich welchen Move, um die alle ins Ziel zu bringen und die Zombies zu töten? Das hält überhaupt nicht. Die Mitte hält nicht. Ich glaube, wir machen hier einfach mal alles aus Stahl. An den Seiten zumindest. Wir versuchen dadurch ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. So, die Brücken funktionieren. Sehr gut. Kann Miles alleine mit der Gruppe hier klarkommen, ist eine Frage. Wenn wir Miles nämlich hier unten lang schicken, kann ich mich schon oben rum schicken. Und ich glaube, darum wird es gehen. Du gehst drüber. Ich darf dich nicht komplett hier lang schicken. Wenn ich dich hier lang schicke, stürzt du ins Nichts. Da muss ich aufpassen. So, anschließend gehst du hier nach oben. Also, du gehst drüber, rüber, runter. Gehst nach links, haust den kaputt. Gehst zurück, weil ich hoffe, dass der in dem Moment bis hierhin gelaufen ist, damit du den töten kannst. Und dann gehst du zurück und metzelst die nieder. Das ist erstmal der Plan für ihn. Nun kommt Michonne ins Spiel. Wir lassen die untere Ecke komplett und wir schicken sie nach oben.
Dann kann ich unten die Befehle für sie auch mal lassen. Die werden einfach nicht durchgeführt. So, du kommst hoch. Metzelst zuerst da alle nieder. Dann gehst du zurück. Dann gehst du hoch. Metzelst oben alles nieder. Spätestens hier hinten wird sie Probleme bekommen, nehme ich an. Aber was machen wir mit dir? Wir lassen dich einfach mal Richtung Ziel laufen und da stehen. Weil dann störst du mich nicht mehr. Ich will gucken, ob die beiden Kämpfer damit klarkommen würden. Und ob die Brücke diese zwei Personen aushält. Nee, das schafft er nicht. Er braucht auf jeden Fall Michons Hilfe. Okay. Jetzt konzentrieren wir uns auf Michonne. Bekommt sie das alles hin? Wenn ja, lassen wir die einfach hinterherlaufen. Ich meine, hier unten hat sie keine Probleme. Ich glaube, mit dem Pult wird sie Probleme bekommen. Den müssen wir ablenken, nehme ich an. Ich glaube, Michonne könnte das schaffen. Oder? Das ist eine Maschine. Die ist eine Maschine. Sensationell. Ja, dann brauchen wir Miles überhaupt nicht. Miles ist nutzlos in der ganzen Geschichte. Ich überlege gerade. Wie viel sind das da oben? Das sind nicht so viele. Dann machen wir das anders. Wir teilen das auf. Und zwar... Miles, du gehst hier nach rechts. Gehst nach oben. Gehst nach links. Gehst nach links. Gehst nach rechts. Gehst... hoch. Gehst hier nicht nach links, sondern nach rechts direkt. Gehst nach rechts, betätigst den Schalter, gehst runter. Und dann schicken wir dich nämlich hier noch anschließend hier runter. Wir lassen Miles komplett außen vor. Nach links. Den nach rechts brauchen wir nicht mehr. Betätigst den Schalter. Gehst dann zurück. Gehst zurück. Gehst zurück. Nein, du gehst nicht zurück, du gehst hoch. Weil wir dich dann nach Hause schicken. So, das heißt hier unten den Kreislauf, den wird mich schon alleine machen. Sie macht alles platt, also. Warum sollten wir ihn dann da runter schicken? Miles ist nutzlos die ganze Runde. Okay, du machst hier alles platt, gehst zurück. Anschließend geht mich schon nämlich hier runter. Und mäht unten alles platt, um unten auch gleichzeitig noch den Schalter zu betätigen. So, dann gehst du nach links, nach links. Betätigst zuerst den Schalter, dann gehst du runter. Gehst nach rechts, gehst hier hoch. Gehst nach links, dann gehst du hoch und dann darfst du ins Ziel gehen. Gucken wir uns das mal an. So, also Eugene macht gar nichts. Der wartet hier hinten am Ziel, bis die Tore auf sind. Michonne macht oben, jetzt ganz oben alles platt. Wir lassen... Nee, Miles geht nach oben. Oh, ihr folgt euch. Ich hoffe, ich habe Michonne nicht nach links geschickt. Habe ich. Ignoriere das nach links gehen, du gehst direkt nach rechts. Hier hinten, den brauchen wir nicht mehr. Ich will Miles links alles beenden lassen. Und, genau. Weil Miles rückt mir den links, kommt er klar und Michonne macht in der Zwischenzeit rechts alles platt. Nee, du bist zu langsam. Okay. Vergiss es. Michonne muss doch alles machen.
Es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre die schon overpowered. Weil die ist richtig stark. Die macht alles platt. Hat keine Probleme. Neugene ist eigentlich gerade nur ein Mitläufer. Weil er nicht mit der Gruppe klarkommen würde. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, klar, aber trotzdem. Wie er hier wartet. Ich könnte im Notfall Miles auch nach rechts schicken, die beiden töten. Aber ich hoffe, dass sie jetzt hier nicht das Problem haben, dass Miles trotzdem drauf geht. Sonst gebe ich ihm hier einen extra Loop, um Abstand zu kriegen. Guckt euch diese Maschine an. Guckt euch doch mal Michonne an. Aber ich denke, damit kommen wir durch. Oh, sorry. Du musst natürlich runtergehen. Und jetzt gehen beide ins Ziel. Ja. Geschafft. Ohne, dass wir die Puppe benutzt haben. Wir haben einfach nur auf Michonne gespielt. Aber solange es schön ins Ziel geslidet, Miles. Sehr gut gemacht. Und auch noch Michonne hinterher. Egal, ob deren Gesichter komplett voller Blut sind. Aber sie sind ins Ziel gekommen, haben überlebt. Wir danken ihnen unser Leben. Nicht der Rede wert. Was habt ihr an diesem Ort verloren? Besorgung von medizinischen Bedarfsgütern für das Leid dieses Gentleman. Dabei wurden unsere Freunde von feindlichen Elementen entführt, deren Kleidung mit einem unheilvollen Symbol versehen war. Die schon wieder. Werden sie uns helfen? Ich bitte darum, Michonne. Bitte hilf uns. Weil du bist alleine eine Wucht. Neue Verbündete, neues Glück. Eugene stellte Miles seine Freundin, die mysteriöse Kämpferin Michonne, vor. Wie Naomi war auch sie keine Freundin unserer neuen Nachbarn. Für dies übrigens noch sehr ungemütlich werden sollte. Michonne hatte bereits eine schöne Überraschung im Sinn. Eure Freunde werden vermutlich in deren Anwesen oder Tempel oder wie auch immer sie es nennen, festgehalten. Können wir uns da reinschleichen? Es ist sehr gut bewacht. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Wir haben keine Waffen. Da werden wir nicht viel ausrichten können. Ich hätte eine Idee. Was tun wir? Diese Baustelle wimmelt von Beißern. Ah, da kommt wieder das Beißern aus der Serie. Könnte ein Evakuierungszentrum gewesen sein, bevor es überrannt wurde. Ist unser Plan, diese Armee der Toten irgendwie für unsere Zwecke zu rekrutieren, um sie auf das feindliche Lager loszulassen? Wenn wir die Beißer in einen LKW bekommen, könnten daraus eine Zustellung der besonderen Art werden. Miles, besorg du den LKW, wir erledigen den Rest. Gut, also wir müssen einen LKW bekommen, 10 lebende Beißer in den Zielbereich. Schön, dass es in Anführungszeichen gemacht ist, gefällt mir. Okay. So. Das Tor darf erst zum Schluss geöffnet werden, sonst haben wir ein Problem. Ja gut, ich meine, das größte Ding, es ist ja nicht so schwer. Wir führen einfach hier ich denke, dass beide Container gehen würden. Okay, wir haben hier genug. Ich will mal schauen, dass ich die hier eben einfach in verschiedene Wagen einmanövriere. Mit Hilfe der Puppe. Und dafür brauchen wir eben hier verschiedene Straßen. Den Rest kann Michonne von mir aus platt machen.
Hält dieses Konstrukt denn schon? Nein. Hier unten muss stabilisiert werden. Das heißt, wir gehen hier auf Stahl und hier auf Stahl. Ich würde sagen, das verbinden wir auch noch möglichst gut. Zack, zack. Erstmal versuche ich das hier hinzubekommen. Dann schauen wir uns die Geschichte mit den Kommandos an. Das hält. Schon mal gut. Sehr gut. Okay. Michonne, du gehst runter, metzelst alles da links ab. Gehst dann runter, gehst nach rechts, betätigst den Schalter. Eventuell ein bisschen zu früh, weil ich nicht weiß, ob wir die ganzen Zombies schon im Kasten haben. Das werden wir uns dann mal anschauen. Du, mein Freund, wirst dein Püppchen werfen. Und zwar so, damit er hier reinfällt. Ich weiß nicht, ob die da drüben von angelockt werden. Das könnte ein Problem sein. Aber wir werden uns das mal anschauen. Dann gehst du runter und folgst erstmal Michonne. Ja, locked, perfekt. Äh, 13 sind tot. Gut. Das hier drüben funktioniert nicht. Wir müssen denen einen etwas sanfteren Eingang bescheren. Was tun wir nicht alles für die Zombies? Ich befürchte, dass wir anschließend auch noch für uns selbst natürlich einen Weg brauchen. Aber ich will erstmal gucken, ob das hinhaut. Wir haben, glaube ich, keine 10. Gut, die beiden könnten noch kommen. Wir geben denen hier auch noch einen leichten Weg. Hier rüber. Damit die nicht direkt davon Aufprall sterben. Anschließend, was müssen wir tun? Die beiden in den Zielbereich A bekommen. Rechts, das ist zu teuer. Ich meine, wir müssen definitiv hier rüber. Und anschließend definitiv hier runter. In der Hoffnung, dass sie das überleben. Was ich erstmal bezweifeln würde. Weil runterstürzen lassen darf ich sie auf keinen Fall. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Schauen wir uns das mal an. Anschließend. Eugene, wenn du hier bist, gehst du runter. Du gehst rechts, du gehst rechts, du gehst runter und du gehst nach links. Und Michonne macht denselben Weg. Gut, nächster Versuch. Überleben die. Der Wurf war nicht gut. Ich weiß, es zählt noch nicht, aber wir müssen gucken, dass wir hier... Oh. Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht, dass der Laster das Ding zerstören würde. Nee, warte. Wenn wir sowieso hier nochmal neu anfangen müssen. Oh, ich habe überzogen. Wir machen einen Cut. Ich habe nicht drauf geachtet, ich war voll im Level drin. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr dabei, wenn es weitergeht bei Bridge Constructor The Walking Dead. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.